Ja, herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Namaste. Handstand, aber leicht gemeint. Das ist das große Thema dieses heutigen Yoga-Videos. Es ist dafür geeignet, wenn du dich vertraut machen möchtest mit dem Handstand, weil du es vielleicht noch nicht so vorher probiert hast oder dich vielleicht auch nicht getraut hast. Mir ging es am Anfang jedenfalls so. Und deswegen habe ich mir eine Yoga-Praxis überlegt, die ich dir mitgeben möchte, um in den Handstand zu kommen. Und dazu brauchst du ein Hilfsmittel. Wir sind ja intelligent, ja, wir können Hilfsmittel nutzen. Das Hilfsmittel, das dir den Handstand ermöglicht, wird ein Türrahmen sein. Ich bin mir sicher, du hast einen in der Nähe. Den brauchst du nachher für die Yoga-Praxis. Das heißt, das kannst du gleich mal so einrichten, dass du mit der Yogamatte nicht zu weit weg von der nächsten Tür einfach bist. Und ja, mach mit, fühl dich frei und wohl, immer die Schritte mitzugehen, die dich zum Handstand führen. Auch wenn du dann dort bist im Handstand, dann gestalte das immer so, dass es für dich angenehm ist. Wenn du also merkst, dass es in den Augen drückt, dass du Kopfschmerzen hast, dass der Blutdruck sehr stark steigt, du dich unwohl fühlst, vielleicht gerade in der Menses bist oder ähnliches, dann ist das vielleicht die Möglichkeit, dieses Yoga-Video ein bisschen hinten rauszuschieben und das später zu machen. Wenn du dich wohlfühlst, wenn alles passt, dann sei herzlich eingeladen, mit mir auf diese Reise zur Umkehrhaltung zu gehen. Wir werden das alles auf den Kopf stellen heute und den Handstand machen, aber leicht. Lass uns die Matte ausrollen und beginnen. Gut. Wir beginnen erstmal ganz vertraut, bodennah im Liegen. Und wir nutzen diese Liegephase, um uns vorzubereiten, erstmal ein Gefühl von Länge zu bekommen und dann den Rücken zu aktivieren und zu stärken. Für diesen Beginn bitte ich dich, den linken Fuß aufzustellen, die rechte Ferse von dir wegzuschieben, das rechte Bein also abzulegen, dann mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk zu greifen und den rechten Arm hinter dir abzulegen. Lass uns etwas Größe in den Körper integrieren, schieb dafür die rechte Ferse weit von dir weg und zieh das Handgelenk nach hinten. Und dann kannst du gut erfahren, dass die gesamte rechte Seite deines Körpers groß wird. Atme ein in diese rechte Seite, streck dich etwas länger und atme aus, entspann dich in diese Größe. Nochmal einatmen, zieh dich lang, schieb die Ferse gegen einen imaginären Widerstand weg, atme aus, entspann dich wieder. Und nochmal einatmen, zieh dich ganz lang in die wirkliche Größe deines Körpers, atme aus, lass in der Länge wieder los und entspann dich. Wechsel die Seite, leg das linke Bein ab, schieb die linke Ferse von dir weg, greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk und jetzt zieh dich in der linken Seite auseinander, schieb sowohl die Ferse von dir weg, als auch das Handgelenk ziehst du nach hinten. Dann streckt sich die linke Seite lang, da entsteht Abstand zwischen Ferse und Handgelenk, atme ein in die linke Seite, streck dich weiter, dehn dich lang, atme aus, entspann dich in die Länge. Nochmal, atme ein, streck dich auseinander, ein bisschen größer, atme aus, entspann dich wieder. Und noch einmal, atme ein, streck dich noch mehr, werde noch größer, noch länger und atme aus, lass noch mehr los. Leg dein rechtes Bein mit zur Erde ab, schieb jetzt beide Fersen von dir weg gegen einen imaginären Widerstand, den du nach vorn wegdrückst. Verschränk die Finger, dreh die Handinnenflächen nach hinten und jetzt zieh dich hier auseinander. Einatmen, von der Mitte strecken, werd ganz groß, ganz lang. Ausatmen, entspann dich in die Größe. Nochmal einatmen, auseinanderziehen und strecken, wachsen. Ausatmen, wieder entspannen. Und ein letztes Mal einatmen, noch ein bisschen größer werden. Wachs förmlich über dich hinaus, noch mehr strecken. Ausatmen, wieder loslassen. Dann bring die Arme nach oben, mal locker ausschütteln. Wir brauchen nachher die Handgelenke. Nutze hier die ersten Kreisbewegungen für die Hände. In die eine Richtung und in die andere Richtung kreisen. Mach das auch mit weichen Fäusten, nochmal den Richtungswechsel. Und wieder andersherum. Oder mal die Arme nochmal ausschütteln. Dann beweg die Finger locker durch im Anschluss.
Kannst auch abwechselnd deine Faust machen und die Finger wieder öffnen. Also schön locker durchbewegen. Gut, dann halte kurz inne, dreh die Handflächen zueinander, streck den rechten Arm ganz weit hoch, zieh deine rechte Schulter und dein rechtes Schulterblatt vom Boden ab und dann komm breit wieder zurück im Schulterbereich, zieh den linken Arm nach oben, ganz hochziehen und ausatmen, wieder ablegen. Mal rechten Arm einatmend hochziehen, ein bisschen höher kommen, ausatmend ablegen und linken Arm einatmend nochmal ganz hochziehen, ganz hoch, hoch, hoch und ausatmen, wieder zurück. Und dann leg die Arme nach vorn zu dir zurück. Stell beide Füße auf. Schüttel die Beine locker aus. Dann greif mit beiden Händen deinen rechten Oberschenkel. Zieh dein rechtes Knie zu dir heran. Orientier die Fußsohle nach oben Richtung Decke. Und dann schieb deine Ferse nach oben, sodass dein rechtes Bein sich ein bisschen mehr strecken kann. Und dann kannst du gut fühlen, wie die Beinrückseite sich aufspannt und dehnt. Das kannst du spüren, aber auch mit den Händen taktil auch einfach mitbekommen. Da ist die Beinrückseite lang, das Dehnungsspannung. Und entspann nochmal deine Beinrückseite, indem du dein Knie deutlich beugst und schieb wieder die Ferse hoch und stell dir wieder vor, du drückst die Ferse gegen einen Widerstand weg, wirst ganz lang, schiebst dich hoch und das Becken bleibt schwer und sinkt zurück. Und atme in die Länge. Du kannst das justieren, du kannst, wenn du mehr magst, den Oberschenkel gegen die Hand weiter nach vorne drücken. Dann streckt sich dein rechtes Bein mehr. Du kannst aber auch gerne den linken Fuß nutzen und ihn stückweise nach vorn setzen. Dann kippt das Becken ein bisschen nach vorn und die Dehnung in der rechten Beinrückseite wird mehr. Wenn du die linke Ferse mal weit wegschiebst, dann hast du ganz viel Länge. Dann streck dich dahin, atme nochmal tief durch. Und dann löst wieder auf, beide Füße wieder aufstellen, die Beine locker ausschütteln. Gut, die andere Seite, zieh das linke Knie zu dir heran, schieb die Ferse nach oben und stell dir einen Widerstand vor, gegen den du den Fuß nach oben drückst. Drück, 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 dein linkes Bein streckt sich, die Beinrückseite spannt sich. Nimm das wahr, diese Größe, diese Länge. Atme in diese Länge und lass dein Becken wieder schwer werden. Und auch hier bitte ich dich noch einmal, das linke Knie deutlich anzubeugen, Spannung zu lösen und mit der entspannten Muskulatur nochmal die Ferse nach oben zu schieben, die Beinrückseite wieder zu strecken, so gut dir das möglich ist. Wenn du etwas mehr möchtest, dann drück den Oberschenkel gegen die Hand nach vorn und wandere mit dem rechten Fuß Schritt für Schritt nach vorn. Maximal wäre das Bein abzulegen und beide Fersen weit wegzuschieben. Immer wieder der Atmung Raum geben. Mal tief durchatmen, beide Fersen, wenn du das rechte Bein abgelegt hast, energetisch wegschieben. Und dann löst wieder auf, stell beide Füße auf und schüttel die Beine locker aus, sodass die Muskulatur sich entspannt. Gut. Jetzt stell die Füße angenehm nah vor dem Becken auf, also nicht zu weit weg, eher nah. Roll dein Becken ein, sodass die Lendenwirbelsäule zum Boden kommt und dadurch sorgt sich der Bauchnabel etwas nach innen. Dann roll dein Becken nach oben und den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Komm hoch in die Schulterbrücke, durch den Rücken hindurch arbeiten. Und dann leg dich von den Schultern beginnend wieder zurück, zieh dein Gesäß Richtung Fersen. Mal einatmen, das Becken nach oben rollen, den Rücken aufrollen und ausatmend den Rücken wieder abrollen nach unten. Du kannst hier das Becken, wenn es ankommt, nach vorn auskippen, ein Hohlkreuz machen. Ja, wieder Becken einrollen, nach oben hochziehen, den Rücken hochrollen und wieder abrollen nach unten. Becken ankommen lassen, nach vorn auskippen. Nochmal eine Runde, Becken einrollen, nach oben führen, den Rücken nach oben heben. Dann bleib hier oben, dieser Schulterbrücke. Du kannst mit den Händen gern zwei Varianten machen. Die eine wäre, die Unterarme anzuwinkeln, dann zeigen die parallel zu dir nach oben Richtung Himmel. Die andere Variante wäre, die Arme lang abzulegen und sie mit einer Faust zu verbinden. Schau mal, was für dich jetzt am besten ist. Und dann zieh eine Schulter nach der anderen unter dem Rücken zueinander, sodass ich, wenn ich jetzt von oben oder du von oben auf dich schauen würdest, die Schultern nicht mehr sehen könnte. Die ziehen unter den Rücken, die Schulterblätter schieben zusammen. Drück die Füße nach unten. Finde eine angenehme Höhe mit dem Becken.
Und spür die Rückseite, die dich stärkt. Nimm die Vorderseite wahr, der du Größe schenkst. Atme hier hin in die Vorderseite. Atme dein Brustbein nach oben hoch. Ja, gönn dir tiefe Atemzüge. Dann drück den linken Fuß nach unten, zieh dein rechtes Knie an den Oberkörper, schieb die rechte Ferse hoch. Stell wieder einen Widerstand vor, gegen den du den Fuß wegschiebst. Zieh deine rechte Hüfte mit nach oben hoch, links drückst du nach unten, mal tief durchatmen und dann den Fuß wieder aufstellen. Der Seitwechsel, rechter Fuß nach unten drücken, linkes Knie ranziehen, linker Fuß nach oben schieben, linke Hüfte hochziehen, rechten Fuß nach unten drücken. Ganz viel Kraft, beide Füße schieben energetisch kraftvoll weg. Nochmal tief atmen. Und wieder zurück mit dem Fuß. Hier ankommen, kleine Bewegungen machen, Spannung loslassen. Dann breite die Arme wieder Richtung Mattenränder aus, zieh die Schultern breit nach außen und roll den Rücken zurück zur Erde. Kurzer Moment zum Nachspüren, zum Ankommen, zum Durchatmen. Und beginne mit den Beinen nach rechts und links zu pendeln. Das ist eine schöne Drehbewegung für den unteren Rücken, die ihn mobilisiert. Macht es schön weich und geschmeidig. Wenn du wieder in der Mitte ankommst, dann zieh beide Knie an den Oberkörper heran und schaukel nochmal nach rechts und links. Das ist eine sehr schöne Massage des unteren Rückens. Dann komm wieder zurück zur Mitte, greif dir dein rechtes Knie mit beiden Händen, streck das linke Bein nach oben aus und schwing dich darüber hoch und wechsel zum Vierfüßler. Machen wir weiter mit einer Mobilisationsübung für den Rückenbereich. Komm dazu in den Katzenbuckel, roll dich ein, schieb die Hände energetisch nach unten in den Boden. Dann der Pferderücken, die Wirbelsäule gleitet nach unten, der Blick kommt nach vorn. Ausatmend in den Katzenbuckel einrollen. Einatmend zum Pferderücken gleiten. Wir machen das noch ein paar Mal im eigenen Fluss. Nur, dass eine schöne weiche Bewegungswelle durch den Rücken gleiten. Und dann wechsel wieder in den Vierfüßler, schieb dein Gesäß Richtung Fersen, leg dich für einen Moment in die Stellung des Kindes ab, lass hier die Hände fahren und schieb aus den Händen heraus das Gesäß nochmal ein bisschen zurück Richtung Fersen. Und dann komm auf die Fingerkuppen und krabbel mit den Fingern nach vorn und streck die Flanken deines Körpers. Es geht immer viel um Größe und Länge in dieser Yoga-Praxis. Ja, Gesäß schiebst du zurück, Finger krabbeln nach vorn, Flanken strecken sich lang. Dann leg die Hände flach wieder zurück, saug sie in den Boden, komm in den Katzenbuckel nach oben, gleite zum Pferderücken über, dann stell die Füße auf, schieb die Hände nach unten, schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Ja, nutz hier Bewegungen, klein oder groß, die dir gut tun. Ja, spür die Hände, die dir Halt geben, die dich erden. Und dann lass diese Bewegung ausklingen, bitte dich einmal die Knie weit zu beugen, komm nah an die Oberschenkel, dann schieb dich entlang der Oberschenkel hoch, zieh deine Hüfte hoch, drück die Hände nach vorne runter in die Erde und lass jetzt die Fersen über die Außenkanten langsam tiefer sinken. Tief atmen und lang strecken, ja zwischen Händen und Füßen schiebst du dein Becken nach oben in die Welt. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz, nimm auch hier ganz viel Länge mit, schieb die Fersen nach hinten, zieh den Scheitel nach vorn, ausatmen, wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Die Hände schieben nach unten, die Flanken strecken sich, Becken schiebt hoch, Fersen sinken. Einatmen nach vorn in den Liegestütz gleiten, ausatmen, wieder zurück in den abwärts schauenden Hund schieben und nochmal einatmen nach vorn in den Liegestütz. Und jetzt kommst du in die Bauchlage, die Ellenbogen nah an den Körper anbeugen und schon langsam nach unten gleiten. Gut, leg die Hände ein Stück zurück an die unteren Rippen, roll die Schultern einmal locker zurück,
so wieder lebendig werden. Und dann nehmen beide Schultern mit einem weiten Bogen nach hinten, schieb deinen Steiß nach hinten und roll dich nach vorn hoch in die Cobra, atme hier ein und ausatmend, komm wieder tiefer Richtung Bauchlage. Einatmen, nach vorn aufrollen, ausatmen, wieder zurückrollen nach unten. Und nochmal einatmend, nach oben rollen in die Cobra, bleib hier oben. Im Moment kannst du gut spüren, dass die Hände dich stützen. Und wie sie dich stützen, kannst du einmal erfahren, wenn du die Hände kurz anhebst. Dann spürst du, dass der Rücken viel mehr arbeiten muss, viel mehr Kraft hat. Und das brauchen wir noch, ja, diese Kraft. Wenn du mehr möchtest, dann verschränk die Hände hinter dem Gesäß, schieb die Faust Richtung Fersen und zieh die Beininnenseiten nach oben, sodass die Füße und Beine sich abheben. Hier atmen. Und mit dem nächsten Ausatmen die Hände wieder aufsetzen, Beine ablegen, einatmen, Schultern zurück, komm hoch in die Cobra. Jetzt drück die Hände nach unten, aus der Kraft heraus schiebst du dich nach oben hoch in den abwärts schauenden Hund. Dann lauf auf der Stelle, such dir schöne lockere Bewegungen aus und krabbel dann mit den Füßen nach vorn oder spring nach vorn, kannst du auch machen. Ja, kommt eine weiche Vorbeuge an. Die wird dann angenehm, wenn du die Knie für einen Moment etwas mehr beugst, den Oberkörper weich nach unten räkelst, geh mal den Nacken locker freilässt, den Kopf schwingen lässt und die Arme, so können sie ein bisschen ausglatten und baumeln. Gut, dann kommen die über die Hocke nach oben in den Stand, breite die Arme aus, drück die Füße nach unten, so ganz nach unten schieben, schieben, schieben die Füße, zieh dich hoch. Verschränk die Finger und dreh die Handinnenflächen nach oben. Und wenn du einatmest, dann streck dich ein bisschen länger hoch gegen so einen imaginären Widerstand. Wenn du ausatmest, entspann dich in die Länge. Nochmal einatmen, Füße schieben nach unten, Handflächen ziehen hoch, werd ganz lang. Ausatmen, entspann, den Bauchnabel einsaugen. Einatmen von dort, aus der Kraft der Mitte nochmal strecken, nach unten und nach oben. Und ausatmend die Arme wieder zurückbringen, locker ausschütteln lassen. Und noch einen kleinen Bewegungsfluss, bring die Hände wieder vor dem Herz zueinander, beug die Knie, tauch mit den Händen Richtung Knie ein und komm über vorn hoch, mal den Boden wegdrücken, ganz lang nach oben strecken, dann breite die Arme aus und verneig dich vor dir nach unten, komm in die halbe Vorbeuge, zieh den Rücken parallel zum Boden nach vorn, ganz lange Flanken und wieder die ganze Vorbeuge, immer weich und sanft nach unten gleiten. Über die Hocke einatmen, Arme ausbreiten, nach oben ziehen, den Boden wegdrücken, ganz hoch kommen. Ausatmen, Hände zueinander und zurück zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hochkommen. Ausatmen, in die Vorbeuge, Uttanasana, entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmend, die ganze Vorbeuge, mal Uttanasana. Jetzt bitte ich dich, den rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten zu bringen, einen Ausfallschritt zurück, das Becken einen Moment tiefer zu setzen, die rechte Hand gut zu erden und den linken Arm über vorn hoch zu bringen, eine Drehung. Atme hier ein, auch hier zieh dich in die Länge nach oben, von der Erde wegziehen, ausatmend, in die Länge entspannen, in die Drehung fließen. Einatmen, ausstrecken, wachsen, über die Fingerspitzen hochziehen, ausatmen, entspannen. Nochmal, einatmen, zieh dich ganz hoch nach oben, ausatmen, bring die Hand zurück, linker Fuß zurück in den Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind, Gesäß schiebt zurück, Hände laufen nach vorn. Einatmen, hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, komm nach vorne in den hohen Liegestütz, ganz lang werden, ausatmen, in Ruhe ablegen zur Erde, einatmen, in die Cobra ziehen, ausatmen, die Hände nach unten drücken und daraus schiebst du dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Heb dein rechtes Bein nach oben, schieb die Ferse weit, weit, weit in die Welt, auch hier gegen so einen Widerstand, einfach wegschieben, die Hände schieben nach unten, aber es ist ein bisschen länger. Dann setz den rechten Fuß nach vorn, Becken tiefer, einatmen, Blick nach vorn nehmen, ausatmen, linker Fuß nach vorn ziehen, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe,
den Rücken nach vorn strecken, ausatmen, nochmal ganz in die Vorbeuge schmelzen. Atmen, über die Hocke auftauchen, die Füße drücken die Erde weg und daraus ziehst du dich nach oben hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, den Brustkorb nach vorn, die Flanken lang ziehen. Ausatmend, die ganze Vorbeuge. Bleib einen kurzen Moment hier. Beug die Knie deutlich, sodass du nah an die Oberschenkel dich ablegen kannst. Entspann den Oberkörper und probier an den Oberschenkeln zu bleiben, während die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten wegschieben, also die Beine sich wieder mehr strecken. Nimm die Dehnungsspannung wahr. Entspann den Oberkörper. Und dann löse einen Großteil der Dehnung auf. Setz den linken Fuß einen großen, großen Schritt zurück. Das Becken ein bisschen tiefer, linke Hand gut erden. Einatmen, rechten Arm über die Vorderseite nach oben bringen. Dreh dich nach rechts auf. Jetzt zieh den Bauchnabel etwas nach rechts hoch. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann streck dich über die rechten Fingerspitzen noch ein bisschen höher. Zieh dich in die Welt. Wenn du ausatmest, gib der Größe nach, entspann dich in die Drehung. Einatmen, ausstrecken, vom Boden nach oben ziehen. Ausatmen, entspannen und letztes Mal einatmen, nochmal ganz groß werden. Und ausatmen, rechte Hand wieder zurück nach unten, Schritt zurück in den Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmend hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund. Hieb jetzt, komm mit dem Einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz, leg dich ausatmend in Ruhe ab oder schweb über der Erde. Einatmend, Hände drücken nach unten, Cobra oder der aufwärts schauende Hund. Bauchnabel einsaugen, komm wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Die Bauchdecke wieder etwas entspannen, linke Hand nach unten drücken, linke Ferse hochschieben, streck dich lang, lang, lang. Die Hände nach unten schieben, die Ferse weit wegdrücken, ganz in die Weite wachsen. Und jetzt setzt du den linken Fuß nach vorn, Becken einen Moment tiefer, den Blick nach vorn, einmal hier einatmen und ausatmen, rechter Fuß nach vorn ziehen, die Vorbeuge, einatmen, die halbe Vorbeuge, streck den Rücken lang, schieb die Innenseiten der Beine weg, ausatmen, ganze Vorbeuge, nochmal ganz weich, aber auch in die Dehnung verneigen. Einatmen, über die Hocke auftauchen, wieder groß und lang werden. Ausatmen, die Hände zum Herz. Wir starten nochmal, einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hochkommen, zieh dich ganz groß, lang. Ausatmen, verneig dich vor dir nach unten. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge nach vorn. Ausatmend die ganze Vorbeuge nach unten. Jetzt beug die Knie so, dass du die Hände auch flach zum Boden bringen kannst. Und lass uns mal ein kleines Experiment wagen. Einen großen Sprung zurücknehmen nach hinten. Großer Sprung in den Liegestütz. Gut, mal hier ankommen, durchatmen und dann schieb dich in den abwärts schauenden Hund nach oben. Lass uns kurz innehalten. Der Atmung Raum geben. Bring den Blick Richtung Hände derweil, spreiz die Finger ganz weit, die Finger auffächern, dann drück die Finger Grundgelenke in den Boden, schieb die Hände nach vorn runter in die Matte, dann den Blick wieder nach hinten Richtung Beine und spür den Kontakt der Hände und diesen Druck, diese Kraft zur Erde, an der du wächst, an der die Flanken lang werden, das Becken sich hochschiebt. Und jetzt bisschen in die Dehnung, jetzt wander bitte mit den Händen Richtung Füße. Kleine Schritte mit den Händen Richtung Füße und irgendwann merkst du, kannst du die Fersen absetzen. Und dann integriere die Fersen in den Boden, spür die Intensität der Beinrückseiten, die sich strecken. Jetzt saug die Fersen in den Boden und krabbel mit den Händen wieder ein bisschen nach vorn. Schau mal, wie weit das möglich ist, ohne dass die Fersen sich abheben. Streck dich lang. Vergiss das Atmen nicht. Einmal tief durchatmen, die Dehnung erfahren und dann komm zurück, die Knie absetzen, der Vierfüßler. Kleine Bewegungen genießen. Das Kind. Und hier bringst du die Handrücken zum Boden.
Einmal die Finger, Handgelenke, Hände durchbewegen, von Spannung lösen. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler, die Finger auffächern, der abwärts schauende Hund. Und jetzt wird es ein bisschen experimenteller. Jetzt hebt dein rechtes Bein bitte hoch und nutzt es ein kleines Schwungbein, ein rechtes Bein, und mal mit dem linken Fuß, wenn du dich da so ein bisschen hochschiebst, so einen kleinen Satz machst, ja, ganz kleinen Sprung. Und das rechte Bein ist das Schwungbein, das linke Bein ist das Sprungbein. Schwungbein und Sprungbein. Ein bisschen experimentieren, nicht übertreiben. Gut, nochmal. Und dann lande wieder. Kleine Bewegungen machen. Probier mal die andere Seite. Linkes Bein hoch. Das ist dein Schwungbein. Das rechte ist das Sprungbein. Kleinen Sprung machen. Mal experimentieren. Nicht übertreiben. Gut, noch ein letztes Mal. Und dann landen wir wieder. Dann lauf mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Lass uns einen Moment in eine Vorbeuge entspannen. Du kannst da gern die Ellenbogen greifen und mit kleinen Bewegungen dich in diese Vorbeuge räkeln. Einen Moment ankommen. Dann komm in die Hocke, stütz die Hände auf die Oberschenkel und such dir mit den ein oder anderen Bewegungen jetzt eine Wohlfühlsequenz aus. Möglichst so alle Bereiche deines Körpers wieder zu mobilisieren. Okay, dann komm bitte in den Stand. So, wir haben uns vorbereitet, wir haben ein bisschen Kraft aufgebaut, wir haben mit Länge und Wachstum experimentiert, wir haben uns auf den Händen aufgestützt und führen das jetzt zusammen in den Handstand. Aber getreu dem Motto dieser Praxis, Handstand, aber leicht gemacht. Und du brauchst jetzt einen Türrahmen. Ich habe hier einen, der ist ein bisschen breit. Das macht es mir nicht leichter. Normaler ist besser. Also es muss nicht so ein breiter Durchgang hier sein. Du kannst einen ganz normalen Türrahmen nutzen. Und es ist auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein breiter Türrahmen ist oder ein eher schmaler. Hauptsache, du hast einen. Du kannst jetzt gerne erstmal auf Pause drücken, alles umbauen, mich mitnehmen zu einem Türrahmen. Und dann treffen wir uns dort jetzt wieder. Voilà, da sind wir wieder. Und der Türrahmen deswegen, dass er uns ein Werkzeug, ein Hilfsmittel ist, um den Handstand zu erleichtern. Das Wunderbare ist ja, dass wir intelligent sind und Werkzeuge nutzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Der Türrahmen ist das Werkzeug, um den Handstand zu erreichen. Und der Türrahmen sorgt dafür, dass ich mich da mit dem Rücken jetzt anlehnen werde. Und das gibt mir die Sicherheit, dass ich da eine Stütze habe und nicht das einfach frei im Raum mache und dann vielleicht die Sorge habe, dass wenn ich die Hände zum Boden bringe und die Beine nach oben schwingen, dass ich da einfach so einen Überschlag mache. Ja, das ist ja sicherlich die größte Herausforderung, wenn wir an einen Handstand denken. Dass da einfach nichts ist, was mich hält und ich einfach so einen Überschlag mache und wieder lande. Und der Türrahmen sorgt dafür, dass er mich jetzt stützt. Wenn du dich jetzt unwohl fühlst, das mitmachen, weil du vielleicht merkst, wenn du das probierst, dass da ein Kopfschmerz entsteht, dass die Augen drücken, dass du dich unwohl fühlst oder irgendwas anderes dagegen spricht, das zu machen, dann komm jederzeit wieder zurück. Wir machen das ohne Schwung, wir machen das Ganze kontrolliert. Du kannst immer einen Schritt weiter gehen, aber auch immer einen Schritt zurück in das vertraute Terrain gehen, also mit den Füßen wieder am Boden ankommen. Ja, so mach es für dich gut, dass du dich dabei wohlfühlst und dich nicht gezwungen fühlst. Ich zeig's dir. Ich spreiz die Finger, bring die Hände
mit relativ viel Nähe an diesem Türrahmen, also dass die Fingerspitzen einfach diesen Türrahmen jetzt berühren können, Hände schulterbreit. Und jetzt dehne ich erstmal meinen Schultergürtel an diesen Rahmen an. Und da bin ich jetzt fixiert. Ja, da gibt es Halt, da kann nichts mehr passieren. Jetzt bringe ich einfach ein Bein, ganz egal welches, an den gegenüberliegenden Türrahmen. Und da habe ich jetzt auch Halt. Und jetzt drücke ich den Fuß gegen den Türrahmen und das zieht mir mein Gesäß mit an den Rahmen ran. Ja, und dann kann der Standfuß nichts anderes machen, als sich zu heben. Das ist jetzt für mich ein bisschen zu breit hier. Also normalerweise könnte ich das Becken jetzt mit an den Türrahmen ranbringen. Das wäre der Idealfall. Und wenn du das für dich machst, dann erstmal hier ankommen. Und jetzt drück die Hände nach unten und schieb dein Becken hoch. Ganz hoch, hoch, hoch. Bauchnabel einsaugen. Steißbein wegschieben nach oben. Leg auch den unteren Rücken ein bisschen flacher an. Und dann komm erstmal wieder zurück. Schritt für Schritt zurücklaufen. Wieder aufrichten, nach oben. So, und das ist schon die Umkehrhaltung. Viel fehlt nicht mehr. Wir lassen jetzt noch ein Bein am gegenüberliegenden Rahmen und bringen das andere Bein einfach nach oben. Das ist nur ein kleiner Schritt mehr, der es nicht komplizierter macht. Also nochmal die Handflächen so relativ nah an den Türrahmen, die Finger auffächeln. Den Schulterbereich an den Rahmen lehnen, ein Bein einfach nach hinten aufsetzen an den gegenüberliegenden Rahmen. Jetzt drückst du den Fuß dahin und schiebst dein Becken an den Rahmen ran. Ja? Standbein, das jetzt frei ist, das bringst du einfach ganz in Ruhe nach oben. Gut, und dann war's das schon. Drück die Hände nach unten, zieh dich mal ganz lang bitte hoch. Denk nicht an ein Hohlkreuz, schieb eher das Steißbein weg. Atme tief. Erfahr dich. Und wenn es reicht, dann komm zurück. Wenn nicht, dann koste es noch aus. Und wenn es dann gut ist, dann treffen wir uns einfach wieder im Stand. Ja, keine Zauberei. Das ist ganz einfach. Eine wunderbare Möglichkeit, sich mit dem Handstand vertraut zu machen. Das kannst du immer mal ausprobieren, wenn du Lust und Laune danach hast und es magst. Und ein bisschen experimentieren. Ja, wie weit kommst du da hoch? Und irgendwann kannst du auch mal Schwung holen, aber stoß dich nicht mit dem Fuß an der Tür. Einmal ein Bein sanft hochschwingen. Und irgendwann wirst du merken, brauche ich vielleicht den Türrahmen nicht mehr. Lass es uns jetzt mal ohne probieren, aber der ist immer noch da, keine Sorge. Die Hände ein bisschen weiter wegsetzen, sich den Schulterbereich anlehnen, aber die Vorstellung, du lehnst ihn an. Wieder einen Fuß nach hinten und das Becken ranschieben. Versuch den Türrahmen nicht zu berühren mit dem Rücken und hier zu sein, das Standbein nach oben zu bringen. Atme dich hoch, spür die Kraft. Und wenn es dann gut ist, dann kommst du zurück. Voilà! Das ist der Beginn, der Einstieg, um dich mit dem Handstand und Umkehrhaltungen vertraut zu machen. Im Laufe der Zeit kannst du es dann ausweiten. Dann kannst du einfach im abwärts schauenden Hund ein Bein nach oben bringen und ein bisschen Schwung holen. Das hatten wir vorhin schon gemacht in der Praxis. Mal probieren, wo ist denn da dieser Punkt, wo du oben bleibst, und das am besten auch mit einer Wand machen, sodass du da, wenn du zu viel Schwung holst, keinen Purzelbaum hast. Und dann wirst du merken, dann irgendwann kriegst du den Bogen raus, bleiben die Füße dann oben und du bist in den Handstand gekommen. Für heute erstmal gut. Wir treffen uns wieder im gewohnten Terrain, im Sitzen, recht bodennah und machen einen kleinen Ausgleich. Einfach bringst du die Handgelenke bitte zueinander und kreist über sie hinweg. Ja, alles sortiert sich jetzt wieder. Der Kreislauf sortiert sich, der Blutdruck sinkt, denn das Herz braucht weniger Kraft oder Druck, um die Beine zu versorgen. Daher wirken Umkehrhaltungen auch, sagen viele zumindest, im Laufe der Zeit entspannend. Da jetzt der Blutdruck sinkt, das Herz sich beruhigt
Und oft ist es auch so ein Gefühl, dass der Kopf sich wieder klärt. Und wenn du die Handgelenke sanft mobilisiert hast, dann einen Drehsitz, die linke Hand zum rechten Bein, rechte Hand nach hinten, das Becken erden, ausatmend, drehst du dich nach rechts, einatmend, schaffst du eine innere Länge, um dich aufzurichten. Atme tief. Wenn du dich wieder aufrichtest nach vorn, dann atme ein, streck die Arme nach oben aus und ausatmend dreh dich nach links. Linke Hand nach hinten aufsetzen, Becken erden, nach links schrauben, wenn du ausatmest und wenn du einatmest, dann wachst nach oben. Und mit dem nächsten Einatmen wieder zurück, wenn wir beide Arme nach oben ausstrecken, ausatmend die Hände wieder zurück nach unten. Machen eine Vorbeuge als Ausgleich. Streck dafür beide Beine nach vorn. Du kannst gerne die Gesäßmuskeln ein Stück nach hinten rausziehen und zur Seite herausziehen. Und dann roll dich mit einem gedachten Luftball über den Oberschenkeln nach vorn. Leg dich also über einen imaginären Luftball ab. Du kannst, wenn du magst, gerne die Daumen an den Nasenwurzelbereich bringen. Also da, wo die Nase den Übergang zur Stirn hat, da mal die Daumen hinbringen. Und an diesem Kontaktpunkt kann es sein, dass da die Stirn sich ein bisschen weiter jetzt anfühlt oder so eine Entspannung auf dem Kopfbereich eintreten kann. Atme in den Rücken. Und dann komm langsam wieder zurück. Und leg dich bitte nach hinten ab, auf den Rücken. Leg die Beine nach vorn, schieb die Fersen nach vorn, verschränk die Hände hinter dir, streck die Arme hinter dir aus. Atme ein, streck dich lang, lang und groß. Atme aus, entspann dich in die Größe. Nochmal einatmen, ausstrecken, wachsen, ausatmen, wieder entspannen. Und letztes Mal einatmen, noch ein bisschen größer werden und größer werden. Und ausatmen, wieder nachgeben. Breite die Arme aus, kuschel die Schultern zur Erde, stell die Füße auf, versetz das Becken eine halbe Breite nach rechts und leg die Knie nach links ab. Mach es dir gemütlich und angenehm. Versetz den Kopf ein Stück nach links und roll ihn dann auf die rechte Seite. Dann sortiere alles so, dass du dich wohlfühlst, dass du ganz weich und entspannt hier ankommen und verweilen kannst. Und du kannst auch gerne die Augen schließen. Werde ganz vertraut, dich in den Boden kuscheln, der dich trägt. Das Atmen wahrnehmen. Die Entspannung genießen.
begib dich langsam wieder zurück zur Mitte. Und versetz das Becken eine halbe Breite nach links. Folge mit den Knien nach rechts. Dann leg sie dort ab, wo es für dich passt, wo es angenehm wird. Und wenn es dann soweit ist, dann versetz den Kopf ein Stück nach rechts und roll ihn auf die linke Seite. Kuschel und räkel dich in diese zweite Seite. Dann komm genau dort an, wo du dich wohlfühlst und wo es dir möglich ist zu entspannen. Kreier einen Raum der Stille, einen Raum der Ruhe. Und wo nimmst du jetzt die Atmung am deutlichsten wahr? Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Und zieh beide Knie zu dir heran. Greif sie, die Kehlen oder die Knie selber. Schaukel sanft in die Seiten und massiere den Rücken. Gut, und greif mit beiden Händen dein rechtes Knie, hol mit dem linken Bein Schwung, schwing dich hoch. Komm zum Sitzen bitte. Schließ noch für einen Moment die Augen und nimm wahr, wie es dir jetzt geht. Wenn alles wieder gewohnt ist, wenn die Dinge vertraut sind, wenn dieses Ungewohnte hinter dir liegt und du es gemeistert hast. Wie geht's dir jetzt dabei? Wie fühlst du dich? Bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander und gönn dem Herz gerne ein kleines Lächeln, ein dankbares Lächeln, dass es immer für dich da ist, aber auch so ein anerkennendes Lächeln, dass du doch mehr kannst, als du dir vielleicht zutraust, dass viel mehr in dir steckt. Und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bringe sie über die Seite nach oben in die Welt. Wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, vor die Stirn, dann vor den Mund, dann vor das Herz. Und nochmal bitte die Arme einatmend ausbreiten, mit einem großen Bogen hochbringen. Ausatmend die Hände vor die Stirn, den Mund und das Herz zurücksenken.
Und wenn du magst, dann verneig dich gerne einmal vor dir und für dich selbst mit einem Dankeschön für die Erfahrung, für die du offen warst und die du machen konntest heute, für das Vertrauen, das du dir und mir schenktest und die Zeit, die du dafür fandest. Und dann, wenn du dich aufrichtest, dann öffne wieder die Augen. Ich danke dir, dass du wirklich mir dein Vertrauen schenktest, es mitgemacht hast. Vielleicht ist es ein kleiner Schritt hin zu mehr Lust, zu Umkehrhaltungen oder zum Handstand. Ich wünsche dir alles Gute, viel Freude auf diesem Weg dahin. Bleib mutig, bleib neugierig und gesund. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin herzlichen Dank und eine wundervolle Zeit. Namaste. Thank you.